Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit Eresu. Ich bin Eresu und wir haben den zweiten Teil unseres Rätsels hier zu erledigen. Ja, und das Rätsel war da hinten, deswegen schwimmen wir da mal wieder hin. Na? Und hopp. Oh, hier geht's nicht weiter. Man musste hier irgendwas auf der linken Seite machen, daran erinnere ich mich noch. Ist nur eine Woche her, ich sollte mich erinnern. Zwei Türen, natürlich. Aber das muss die letzte sein. Wie kommst du eigentlich darauf, Lara? Es könnten weitere Türen da sein. Ach, Moment mal, ist das hier der Weg, den ich jetzt erstmal freigemacht habe beim letzten Mal? Hat er da nicht gespeichert? Dann muss ich einfach nochmal hier durchschwimmen. Einen Moment. Das tun wir. Und tauchen. Und schwimm, 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 schwimm schneller. Sehr gut, wir haben es überlebt. Und atmen. Und an Land gehen. Und ja, hier müssen wir das nochmal aufmachen. Kein Wunder, dass ich mich nicht zurechtgefunden habe direkt. So, dann schauen wir uns hier doch mal um. Da oben ist wieder ein Giftding. Und dort auch. Ich vermute, wir werden hier demnächst noch Kämpfe haben. Wie bitte? Oh, da schießt jemand. Oh, da ist ja noch einer. Okay. Die haben wir erledigt. Bleiben noch die ganzen anderen. Okay, wir haben dort auf jeden Fall Wasser, das wir umherleiten können. Die Frage ist, wo wollen wir es hinleiten? Ich nehme erst einmal an, dass wir es so hinleiten müssen, dass wir das da vernünftig treffen, ne? Gut, vielversprechend. Jetzt verändern wir das hier. Dreht sich nicht. Wie dreht sich nicht? Dreht sich doch. Dreht sich nicht doll, aber es dreht sich. Okay, dann schauen wir doch mal, was wir da machen können. Das hängt offenbar irgendwie fest. Da haben wir noch einen Gegner. Und mit einem meine ich zwei. Oh oh. Hoppala. Wir brauchen ein paar Pfeile. Oh Gott. Aua. Au, 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 au. Nicht freundlich. Hilfe. Au. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es nervig finde, dass man gegen die im Nahkampf nichts machen kann? Außer ausweichen. Außerdem, Moment mal kurz. Optionen. Tastenbelegung. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich suche. Gehen haben wir auf Steuerung links. Das will ich nicht. Ich will nämlich auf Steuerung links haben. Da, Rollen loslassen. Da. Und für Gehen machen wir Shift. Nein, das ist für Sprinten. Ja, okay, das ergibt Sinn. Machen wir das auf C? Warum nicht? So. Vielleicht kann ich jetzt tatsächlich im Kampf mal ausweichen. Oh Gott! Aua! Das ist nicht freundlich. Haha! Oh Gott! Aua! Au. Okay, Heilung. Wir kriegen doch gleich Heilung. Offenbar nicht über 1. So. Also, Heilung ist nicht auf 1. Wir basteln uns mal ein paar neue Pfeile. Ach ja, und wir gucken mal, was wir hier wieder an Pfeilen rauskriegen.
So, okay, wir sind bei 24. Das sollte für ein paar Momente reichen, hoffe ich. Okay, das sind Brandpfeile mit der mittleren Maustaste. Irgendwie konnte man sich auch heilen. Ich weiß nur nicht wie. F1? Ah, F1. Okay, ich sehe hier nichts, das es blockieren würde, aber da unten könnte was sein. Na, tauch, Lara. Danke sehr. So, wunderbar. Das sollte dieses Problem lösen. Die kündigen sich so gerne an, ohne tatsächlich anzukommen. Das nervt ein bisschen. Wo seid ihr? Hier offenbar nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht sind gar keine hier. Vielleicht haben sie nur einen Kassettenrekorder da gelassen. Oh Gott, hallo. Hallo. Okay, die beiden haben wir. Aua. Da oben ist noch einer. Das ging voll daneben. Oh Gott. Aua, da hing ich fest. So, kein Problem. Wieder Pfeile einsammeln. So. Der hat noch Zeugs. Ich sehe keine weiteren Schützen gerade. So, dreht sich. Und da öffnet sich die zweite Tür und es ist keine dritte dahinter. Lara hatte recht. Noch mehr Zombie-Hexen. Die Lara offenbar kein Stückchen beunruhigen. Ich war gerade kurz davor, tatsächlich nochmal Steuerung zu drücken, um auszuweichen. Wobei das in der Videosequenz nicht so viel bringen würde wohl. Die wirkt recht menschlich und unzombie-hexig. Bis auf die Zähne vielleicht. Ich habe einen Moment gebraucht, um zu erkennen, was mich da störte. Der fehlt die Oberlippe. Sie gehen nicht rein. Ist das nicht ein bisschen problematisch? Braucht man die nicht? Also, entweder gehen sie hier nicht rein, weil es ein Sakrileg für sie wäre, oder weil es gefährlich ist. Diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein.
Ja, ich dachte, das wäre etabliert. Wir sind doch extra dafür hierher gekommen. Das wirkt grüner als vorher. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unuratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Das sieht nach einem Rätsel aus. Scheiße. Lara, Sprache, Language. Auf Deutsch haben wir diesen Vorwurf Language nicht so. Kommen sie jetzt doch rein? Ich reagiere gar nicht mehr darauf, dass die Dinge zusammenfallen, wo immer Lara hingeht, ne? Ja, ja. Hui! Hoppada! Auf! Da, da, da. Immer schön da lang, wo wir lang dürfen. Lara! Sprache! Oh Gott! Okay, nochmal. Sie müssen denken, ich war das. Ja, du warst das auch. Du warst es immer, Lara. Merk dir das, wenn hier irgendwas schief geht, wenn irgendwo was zusammenbricht. Du warst es. Inklusive den verdammten Weltuntergang, den du in Folge 1 ausgelöst hast. Oder was? Folge 2. Entschuldigung. Sie hat eine Folge lang keinen Weltuntergang ausgelöst. Ich denke, ich habe einen Teil der Fluchtszene übersprungen, gerade durch das gezielte Sterben. Und hopp. Und hopp. Au! Ich frag mich, ob die Pfeile mich tatsächlich töten könnten, wenn mich ein paar davon unglücklich treffen würden. Und hopp. Aua! Zum Glück können die nicht gut zielen. Und zum Glück haben sie aufgehört, weil auch ohne zu zielen hätten sie da jetzt genug Zeit gehabt. Also ohne gut zu zielen hätten. Aua! Thunderbird completed. Also ein Erfolg. Epic Erfolg. Ja, wir können hier mal wieder das Spiel dafür kritisieren, dass das eine spannende Stelle hätte sein sollen. Aber es wirkt einfach viel zu geskriptet. Was ich machen muss, ist Shift gedrückt halten, W gedrückt halten und ab und zu mal Leertaste drücken, um zu hopsen. Das ist nicht spannend. Man hätte da Cutscenes einfach reinsetzen können und es wäre spannender gewesen. Und man hätte ungefähr das gleiche Maß an Player Agency gehabt. Tut mir leid, mir fällt das deutsche Wort gerade dafür nicht ein. Falls es überhaupt ein deutsches Wort dafür gibt. Die verborgene Stadt haben wir erreicht. Mal wieder. Endlich geschafft, als hätten wir hier dran die ganze Zeit gearbeitet. Wir haben dran gearbeitet, die Schatulle zu kriegen und das hat nicht geklappt. Deine Ansprüche sind zu gering, Lara. Ich kann nicht mehr tragen. Hier haben wir Zeugs. Oh, da haben wir... Ja, okay. Davon haben wir auch zu viel, von dem Erz. Das da sieht kletterbar aus, dann klettern wir da doch mal lang. Und, na... Jetzt können wir nach rechts abbiegen. Eben ging es nicht. Und einen Hops. Und einen Hops. Sehr schön. Lara, was soll das? Danke. Das ist nichts zum Einsammeln. Das ist einfach nur Müll. Was ist das genau für Müll? Konserven. Und Plastikflaschen. Verdammte Touristen sind auch hier schon gewesen in der verlorenen, vergessenen, verschollenen Stadt.
Da oben soll ich hin. Nur wie? Hier geht's nicht lang. Diese Stalagmiten sind einfach nicht überwindbar. Ah, hier geht's durch. Okay. Ich hätte für sowas wahrscheinlich den Bogen vom Rücken genommen. Da ist einer der Touristen. Oh, wir bekommen Upgrades. Mal sehen, in welcher Art und Weise wir dadurch jetzt besser klettern können. Also, Spiel, sag uns, was wir gewonnen haben. Überhangsteigeisen. Ja, ich hätte gern das Tutorial dafür. Okay, ich nehme an, wir bekommen es gleich. Das sieht aus als... Nein, keine... Keine Tagebuchseiten oder so. Hat doch... Der hat auch nicht in seinem Diktiergerät ab und zu gesprochen. Ah. Okay, hops. Können wir die... Ja, wir können die Spikes tatsächlich mit hier an den Füßen sehen. Gut. Moment, hier waren wir eben auch schon. Okay. Achso, ich nehme an... Hoppala. Ich nehme an, jetzt können wir... Ja, hier, Überhang, Einstieg. Springen und drücken Sie E, um an Überhängen halt zu finden. On top. On top. Oh Gott. Okay, das ist... wahrscheinlich anstrengend. Ich bin kein Experte fürs Klettern. Aber ich weiß nicht, ob... diese Spannung tatsächlich ausreichen würde. Da hat sie jetzt gerade eben diese Animation gemacht, die ja wirklich schön ist, eben um zu zeigen, dass sie dort Körperspannung braucht. Aber wenn, während des Kletterns sieht es alles viel zu locker aus. Überhang verlassen. Benutzen Sie W, um sich von Überhängen zu lösen. Drücken Sie Leertaste, um zu überhängenden Kanten nach oben zu springen. Und hopp! Kein Problem. Jumpscare? Nein. New Heights completed. Mal wieder ein Erfolg, den wir wirklich einfach nur für normale Story Progression bekommen haben. Direkt nachdem wir eben einen vorherigen bekommen haben. Einfach nur dafür, dass wir weggerannt sind. Okay. Wir können hier lang klettern, hier über den Überhang. Und dann gucken wir von da aus weiter. Und hopp. Ich sagte und hopp. Na, noch ein Stück nach oben. Oh Gott, der Sprung. Oh Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das rein physikalisch nicht hinhauen würde jetzt. Ich meine, wir sind ein Stück runtergefallen. Aber man müsste so schnell springen. Ich meine, man beschleunigt direkt mit einer Geschwindigkeit von 9,81 Meter pro Quadratsekunde nach unten. Wie lange war sie in der Luft? Sagen wir eine Viertelsekunde? Das heißt, sie müsste schon um die 2 Meter tiefer sein. Wie gesagt, ich bin kein Experte fürs Bergsteigen. Vielleicht ist es möglich. Das kommt mir unwahrscheinlich vor. Und ich weiß, dass hier ist ein Spiel, man müsste ein bisschen Suspension of Disbelief üben. Das Problem ist, das Spiel macht es mir nicht unbedingt so sehr einfach, was das angeht. Es kommt eben immer aufs Spiel an. In einigen Spielen fällt es mir nicht schwer, aber hier irgendwie greift die Immersion nicht in... zumindest in Shadow of the Tomb Raider. Ich glaube, in den anderen Tomb Raider-Spielen war es noch so. Ich meine, in letzter Zeit bin ich auch nicht unbedingt extrem gut drauf. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach kritischer werde.
Vielleicht habe ich mich auch einfach so sehr an die Tomb Raider-Spiele gewöhnt, dass sie mich nicht mehr so beeindrucken können. Aber irgendwie habe ich Probleme hiermit. Also, nicht mit dem gesamten Spiel, sondern mit sowas wie dem Überhangklettern da gerade. Und generell mit dem Realismus und doch eigentlich schon mit vielen Kleinigkeiten in diesem Spiel, die zusammen zu einer Großigkeit werden. Gut, warum rede ich so viel, statt hier hochzuklettern? Weil ich die Folge beenden möchte. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.